Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Folge bei Let's Play Eloises. Wenn man das Ganze ein zweites Mal macht mit dem Hund, dann hängt man den in 5 Sekunden ab. Das ist echt interessant und ich habe jetzt extra die Aufnahme angefangen, weil da unten der Typ schon langläuft. Und wir diese Chance direkt nutzen sollten. Um uns in die Stadt zu schleichen. Geben wir ihm einen kleinen Vorsprung. Und dann in der Zeit setze ich mich mal anders hin. Ich habe nämlich Rücken. So. Und jetzt nutzen wir nämlich die Chance, um in die Stadt zu kommen, um an das klare Wasser ranzukommen. Ich hoffe, es bleibt bei dem einen. Ich dachte gerade, der kommt schon wieder zurück, aber da scheint irgendwie so ein Schlenker zu sein. Was war das jetzt gerade? Da war doch wieder einer mit einer Fackel. Oder war das der? Der geht jetzt woanders lang, oder was? Ist er jetzt hier irgendwo? Hoffentlich nicht. Wieso haut das nicht hin? Wieso haut das nicht hin? Scheiße. Steck mich mal gerade hier. So, also. Was sagt uns unser Tagebuch? Gemahlene Gerste. Ach, gemahlene Gerste. Das ist noch nicht gemahlen, ne? Wie malen wir die denn? Müssen wir dazu wieder in dieses eine Anwesen? Ich habe mich gerade vor der roten 30 oben links oder 60 oben links in meiner Bildschirmecke erschrocken, weil ich dachte, das wäre die rote Fackel. Die rote 30 bzw. 60 ist die... Oh fuck. Das war nicht gut. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Vielleicht haben wir noch Glück gehabt. Sieht so danach aus, als wenn wir Glück gehabt hätten. Denn dann können wir jetzt ganz schnell hinten rum. Dann ist er nämlich hinten durchgelaufen. Hinten rumlaufen. Um zu dem Anwesen zu gelangen. Scheiße. Der war da ja noch. Ist er schon wieder auf dem Rückweg? Oder war der uns wirklich hinterhergelaufen?
riskiere einen Blick. Scheint weg zu sein. Da wir jetzt der Straße langlaufen. Und können wir direkt prüfen, wo er langgelaufen ist. Sieht aber so aus, als wenn der Richtung Friedhof gegangen wäre. Okay. Probieren wir das Ganze einfach nochmal hier. War das hier vorhin auch so dunkel? Wieso geht das nicht? Das gibt's doch nicht. So gute Ideen und die funktionieren alle nicht. Was machen wir denn da jetzt? Klar, ich kann natürlich das pilzbefallene Getreide nicht da drin mahlen. In dem Mörser, wo ich auch einen Stößel habe. Ach Gott, ey. Ja. Hier steht nur, dass ich die Zutaten brauche. Da steht aber leider nicht, wo ich was herstellen kann. War im Schuppen noch irgendwas? Es sieht nicht so aus. Wenn ich jetzt wüsste, wo der hier langläuft, ne? Aber irgendwo wird er ja hier gleich sein. Der Eierkopf. Ich bin gerade echt am Rätseln, wo wir das Getreide mahlen können. Bleib mal hier drin stehen. Damit er uns nicht sieht. Was haben wir hier? Hier waren wir gerade. Da war nix. In der Schmiede. Was war an der Schmiede? An der Schmiede war nur diese Klemme, wo man was zwischenklemmen kann. Aber das Getreide kann man schlecht dazwischenklemmen. Der scheint da gerade vor uns zu sein, kann das? Tatsächlich. Hier oben sowieso nicht. Hier oben am Tempel war ja auch nichts. Außer ich muss das Getreide da oben reinpacken. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sollte ja wieder hier hin. Ich sollte wieder Richtung Dingens. Richtung Dorf. Oder eben Friedhof oder was weiß ich wohin. Wenn man jetzt aber überlegt, ja, wie komme ich dann an das kalte Wasser? Das ergibt keinen Sinn. Ich komme ja nicht an das kalte Wasser ran. Also muss ich mir was anderes einfallen. Am Friedhof kann nichts sein. Hier oben kann auch nichts sein. Also begrenzt sich das Ganze auf dieses Gebiet hier ein. An der Schmiede kann eigentlich auch nichts sein.
In dem Weinkeller war auch nichts. In dem Raum, wo sie eingesperrt war, war auch nichts. Oben in dem Haus haben wir jetzt alles durchsucht. Deswegen sind wir da rausgekommen. An den Mörser kommen wir nicht ran. Was bleibt denn da noch? Ich bin am Überlegen, was bleibt denn dann noch? Also wenn ich der Typ wäre, würde ich die Körner auf den Tisch legen und da drauf einfach drauf rumhämmern. Upsa. Aber ich bin halt nicht der Typ. Der macht seine eigenen Regeln. Ich will da mal noch mal rein. Können wir noch irgendwas mit dem Radio machen? Hier oben war auch nichts, ne? Dann wieder dieser Balkon. Was ist das? Das war der Brief. Ja. Dann ist mir der Gedanke auch genommen worden. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin gerade völlig ratlos, was ich jetzt mit dem Zeugs machen soll. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass ich das in dieses Loch kippen soll. Aber ich soll es ja erstmal malen. Ich soll das ja einnehmen und nicht da reinschütten. Das bringt mir ja nichts. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas vergesse ich hier gerade. In meiner ganzen Planung. Irgendwas vergesse ich in meiner ganzen Planung. Wir waren oben am Tempel, da haben wir jetzt die Gerste gefunden. Wir waren am Tempel, da konnten wir noch nichts machen, weil wir noch nicht eingeweiht waren. Auf dem Friedhof kann nicht sein, da ist ein abgebranntes Haus und ansonsten nichts. Da war die Leiche, die haben wir ja schon. Richtung Steinkreis, da war auch nichts, da war nur dieser Gebetskreis. Oben war nur dieser... Diese Hütte, da haben wir auch Sachen rausgenommen, wie zum Beispiel die Schaufel, womit wir ja dann am Friedhof jemanden ausgegraben hatten. Dann ist da oben ja noch dieser Kreis, dieser Stein mit diesem Zeichen drauf, was aussieht wie so ein Universum oder eine Galaxie, nicht ein Universum, eine Galaxie. Da war ja sonst auch nichts. Wenn wir jetzt weiter runter gucken, das ist hier die Schmiede. An der Schmiede war nur das Ding zum Festschrauben. Wir waren jetzt gerade in dieser Hütte hier oben. Im Weinkeller kann nichts sein, da waren wir ja auch schon. Tja. Ich hab keine Ahnung gerade. Ich glaube, so eine kleine Pause würde mir jetzt mal gut tun.
Oh, da kommt der Typ. Eine kleine Pause würde mir, glaube ich, ganz gut tun. Und wo war denn der letzte Speicherpunkt? Ach, wieder mit der Gerste, stimmt ja. Sonst haben die uns immer beobachtet. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Oh, der hat uns, glaube ich, gesehen. Ja, okay. Ja, er hat uns gesehen. Okay, schade. Ich dachte, er rennt vorbei. Na gut, dann muss ich jetzt sowieso da irgendwie... Warum hat denn der uns da jetzt auf einmal gesehen? Hm, komisch. Ja, gut, dann muss ich sowieso da wieder anfangen und dann versuche ich nochmal drüber nachzudenken. Würde jetzt auch an dieser Stelle, oh, wie man merkt, bin ich müde. Wir haben nämlich mittlerweile 2:30, an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause machen. Und dann beim nächsten Mal mit frischen Gedanken wieder weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein, denn das Ganze ist ja doch ziemlich spannend, finde ich. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut.